Und damit herzlich willkommen zu Norland. Der Beginn. Natürlich fängt sofort wieder an mit einem Versprecher. Also, es ist das Steam Next Fest und unter anderem ist Norland dabei. Eine kleine Mischung aus vielen Spielen, aber im Prinzip ist es ein mittelalterliches Rimworld. So ein bisschen wie Going Medieval, aber ein ganz anderer Ansatz. Auf jeden Fall, ich habe gerade das Tutorial durchgespielt und fand es sehr interessant. Wir schauen einfach mal, was wir so machen können. Es ist eine Demo, das heißt, wir können 20 Tage in dem Spiel zusammen spielen. Und ich habe das Gefühl, entweder mache ich eine große Folge oder zwei kleine. Ich werde einfach mal schauen, wie lange so 20 Tage wohl dauern können. Auf jeden Fall, der Beginn deiner Geschichte. Norland, das Jahr 2898 seit der Erschaffung der Welt. Ja, wir sind im Jahr 3000. 200 Jahre sind vergangen seitdem das große scharlachrote Empire zerstört wurde in den Flammen eines religiösen Krieges. Die vorherigen Provinzen sind einzelne barbarische Königreiche geworden, wurden von nur davon abgehalten, sich gegenseitig zu zerstören bei der allmächtigen Kirche der heiligen Sophia. Während die heiligen Propheten über das nahende Ende der Welt sprechen, sind trotzdem noch irgendwelche Ereignisse in den östlichen Außenbereichen dieses Landes, die Geschichte dieses kompletten Weltes, der kompletten Welt beeinflussen werden. Norland. Here, demo will be available until July the 10th. Also ab dem 10. Juli ist das Spiel auch komplett da. Sagt mir mal, ob ihr Bock drauf habt. Und natürlich, ob ich Bock drauf habe. Wir werden mal sehen. Wenn ich es veröffentliche, habe ich wahrscheinlich darauf Lust gehabt. Die Ladezeiten sind natürlich noch nicht optimiert. Aber so ist das nun mal. Nach einer langen und ausufernden Reise kommt Jos nach Hause und wartet darauf, seine Frau in der Tür stehen zu sehen. Wie auch immer, stattdessen steht sein Bruder dort. So wie er aussieht, ist es nicht gut. So geht es ihm nicht gut. Verheißt nichts Gutes. So. Mein König, ich bringe euch tragische Neuigkeiten. Was ist passiert, Radulf? Sag schon, zögere nicht. Unfähig, dem König in die Augen zu schauen, schafft es Radulf langsam stotternd, etwas zu sagen. Banditen haben uns letzte Nacht angegriffen. Wir haben versucht, uns zu verteidigen, aber es waren einfach zu viele. Sie haben deine Frau entführt und nun wollen sie Geld von uns haben. Ja, dann sag einfach auf jeden Fall dem dem Boten, dahin zu schicken, was sie denn haben wollen. Aber mein König, wir sind von Feinden umzingelt. Während wir noch unter dem Schutz unseres Lehnsherren waren, weißt du, dass der alte König so langsam, dass die Zeit des alten Königs so langsam zu Ende kommt. Wenn wir nicht genug Geld haben oder Ressourcen, werden wir es nicht schaffen, weiter zu überleben. Wir brauchen eine Armee. Also schlägst du vor, meine Frau einfach zurückzulassen? Naja, solange wie sie hoffen, dass sie das Geld noch bekommen, werden sie ihr wahrscheinlich nichts tun. Okay, ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Geh nun und warte auf meine Befehle. Und damit sind wir in der Geschichte. Hier sind alle Leute, die sich schon mal darauf hinwarten. Floink. Also, ich werde ein bisschen euch das Spiel erklären, sag ich mal. Wir gehen so einzelne Sachen durch. Man fängt an mit ein paar Sachen, die man schon hat. Wir haben hier ein paar Schlafzimmer, das ist ja schön. Lords Haus. Da müssen nur Lords wohnen. Wir haben hier oben drei Lords. Also Hertha, die natürlich hier in diesem wunderschönen kleinen Schlafzimmer wohnt. Also genau, fangen wir ganz oben an. Das hier ist die Karte. Die haben wir, glaube ich, gerade gesehen mit Sparksville. So im Hintergrund. Wir sehen, das ist relativ groß. Ist aber im ersten Moment gar nicht mal so wichtig für uns. Wichtiger als diese Karte. Hier haben wir die Halle. Unser Management, also der darauf achtet, ist der Jost. Wir können uns den nochmal genau anschauen. Das ist der Jost. Er hat im Inventar ein Speer, eine Rüstung und ein Schild und 15 heilige Ringe. Das ist sowas wie die Währung für die Menschen hier. Wir werden es einfach sehen. Ihm geht's relativ gut. Der Sexdrive ist gut. Ich weiß nicht genau warum, wenn er auf einer langen Reise war und seine Frau entführt. Aber ist egal. Darüber reden wir nicht. Das sind die Fähigkeiten. Ist so ein bisschen wie Rimworld. Wir haben hier Manieren bzw. Charisma.
Möglichkeiten zu handeln, also wie gut man kann, handeln kann, Überzeugung, Intellekt, Management. Ich lasse das mal ein bisschen stehen, dann kann man sich das jeweils so ein bisschen angucken. Teaching ist ganz interessant, also wie kann der lehren, Kampffähigkeiten und natürlich Command-Fähigkeiten. Das hilft uns alles nachher weiter und das sind die Beziehungen, die wir haben. Da kommen wir erst später zu. Genau, also wir sehen hier, das ist die Halle. Das heißt, wir haben hier jemanden, der dafür sorgt, dass in dieser Halle was passiert. Hier haben wir die Baracken für unsere wunderschönen schlafenden Leute. Das sind einfach nur irgendwelche Leute, die haben zwar Namen, aber die sind nicht ganz so wichtig. Genau, das wäre so das Kürzeste. Hier einmal die Finanzen, so damit wir das einmal gesehen haben, wie viel Geld wir bekommen, wie viel Geld unsere Peasants bzw. die Warrior bekommen, stehen hier einmal und das sind die Preise, die wir verlangen. Mit anderen Worten, unser Peasant, der schafft es mit 5 Gold am Tag, sich tatsächlich einmal Flour am Tag zu kaufen. Und was weiß ich, alle 5 Wochen geht auch mal ein Bier oder 10 Bier. Das ist nicht ganz so wichtig, aber ja, wir sehen einfach mal. Ne? Hier müssen wir halt aufpassen, dass wir das Geld nicht aus dem Fenster herausschmeißen. Was man bauen kann, sind relativ viele Sachen. Wir sehen hier erstmal noch einen Marktplatz, der wurde im Tutorial tatsächlich nicht erklärt. Werden wir trotzdem mal schauen. Das heißt, hier werden. Oh, können wir auch hin und her schieben. Hier machen wir schon mal. Ah, ne, können wir gar nicht. Keinen Trader reinmachen. Auf jeden Fall wird hier alles verkauft, was wir so haben. Was wir als erstes machen werden, ist Ressourcen. Wir sehen hier, wir können eine Lumbermill machen. Also damit wir ein bisschen Holz bekommen, finde ich gar nicht verschlecht. Das bleibt erstmal unser Schönheitssalon. Nein, unser Lord's Manor, da wohnen die Leute. Hier bauen wir schon mal ein Lumbermill und weil das Tutorial das beides so gemacht hat, mache ich das jetzt einfach auch mit. Hier haben wir ein Feld, da machen wir Rhabarber, glaube ich. Rutabaga. Ich weiß nicht, was das ist. Gibt es das in echt? Keine Ahnung. So, ich mache mal wieder auf schnell oder auf etwas schneller. Die Leute, die in grün gekleidet, die werden die ganzen kleinen Sachen machen. Die gehen dahin, die bauen das um, was auch immer. Der Jost erklärt, wie man das alles machen soll. Das ist dieses Symbol da in der Hand. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, der schüttelt natürlich die Faust erbost nach oben hin, um zu zeigen, hier müssen Leute arbeiten. Im Trader haben wir auch jemanden, die sind alle wunderschön. Was machst du denn? Dining with Bones. Ach, Divining. Divining with Bones, okay. Ja, das ist okay. Sex for Payment, was? Okay. Ja, alles klar. Alles klar, das machen wir dann mal irgendwann. Wir können natürlich jetzt schon eine Armee holen. Wenn wir hier gehen, also das ist das Armeesymbol. Wir sehen hier oben unsere Anführer. Unser Jost, der kann das sehr gut. Der Radulf eher nicht so gut. Hier können wir dann Mercenaries holen. Also das sind einfach, ja, Klingen, die wir im Falle des Falles holen. Erst einmal mache ich das nicht. Erst einmal lassen wir die stehen und hoffen, dass wir jetzt erst einmal einigermaßen frei leben können. Wir werden natürlich versuchen, Hertha zu befreien. So ist das nicht. Ne? Irgendwann machen wir das. Alles klar, andere Sachen habe ich mir tatsächlich noch nicht so angeschaut, was man herstellen kann. Eine Brauerei und eine Mühle, auch nicht schlecht. Alles klar. Services wären dann die Halle, die haben wir schon. Eine Taverne, fände ich auch sehr wichtig. Könnten wir eigentlich demnächst auch mal bauen, aber wir müssen natürlich auch das Bier dafür haben. Was das Wichtigste ist, was wir machen, ist eine Librari. Und zwar diese Librari, die bringt uns, also eine Bücherei, Entschuldigung, ich bin witzig. Da können wir Weisheit erlernen. Und ich würde die sagen, ich weiß nicht, wo ich die hinbauen will. Ich würde die gerne drehen können, das geht aber leider nicht. Zumindest sehe ich nirgendwo, wie man das machen kann. Komm, wir machen die einfach mal hier. Genau da in die Mitte. Das ist dann das, was wir nachher mit Knowledge machen. Sehen wir gleich. Ich komme noch erstmal weiter. Armee, wir können Baracken bauen, da leben unsere Soldaten. Training Ground ist, glaube ich, selbsterklärend. Patrol Banner ist halt einfach, dass wir hier dann so 4 Posten machen und die laufen hier rum. Payment of the tax to the sire. Housing, Dormitory, Lord's House, Slave Barn braucht man natürlich auch für unsere Sklaven, die da bald kommen. Peasant's House. Cool, also ein kleines Haus für unsere Leute. This building needs a manager. Genau, da sind wir schon mal weiter. Hier haben wir jetzt eine Lumbermill und auch da muss jemand rein, der managen kann. Und im Endeffekt
tun das beide ganz gut. Ich werde mal den Untersire, unseren Radulf, das ist der Bruder? Nee, was ist das? Ghost from Inspection. Wo kann ich denn sehen, wie die, was das für Leute sind? Also vom, weißt du, vom Dingens hier. Weißt du Bescheid, was ich sagen wollte? Vom Rang her würde ich das gerne mal sehen. Der hat eine kleinere Krone als der Jost, der ist der Bruder, und Jost ist der andere Bruder. Planning the future. So sieht das aus. Alles klar. Nee, also, genau. Jedes Haus braucht jemanden, der dann, also der Radulf, der sagt dem hier jetzt, das ist eine Holzfällerhütte. Und du nimmst Holz und fällst das. Und machst dann aus diesem gefällten Holz, gefälltes Holz, um dann mit diesem Holz zu holzen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft das dann so. Ja. Alles klar. Hier haben wir dann den nächsten. Da will ich auch wieder Radulf draufsetzen. Und das ist dann auch okay. Alles klar. Dann haben wir das alles so mal durchgeschaut. Was interessant ist an diesem Spiel, ist hier Production. Da können wir bisher noch nichts machen, weil wir noch keine Produktionsketten haben. Keine echten zumindest. Und deswegen gucken wir da später nochmal drauf. Armee haben wir. Das hier. Dynasty. Dice Game. Beer Consumption. Okay. Family Tree. Okay, da funktioniert noch nichts. Das könnte aber auch an der Demo liegen. Man weiß es nicht. Obwohl da steht, die Demo hat alles freigeschaltet. Wir können alles machen, was auch im letztendlichen Spiel sein wird. Wir werden einfach mal schauen. Insufficient Workers. Das ist schlecht. Some buildings are lacking sufficient workers. It's possible that you need that your residents are unhappy and leaving the city. Okay. Also es kann sein, dass unsere Bewohner unfroh sind und deswegen weggehen. How to make money? Das wurde nicht gesagt. In der Welt von Norland haben Lords nicht unbedingt Zugang zu Goldminen und haben auch nicht unbedingt, auch können auch nicht einfach Geld für sich selber machen. Das ist gemacht bei der liebenden Familie. Aber es gibt einige andere Möglichkeiten, Geld am Anfang des Spiels zu machen. Du kannst Sachen, die du herstellst, bei der heiligen Karawane verkaufen. Je höher dein Handelsskill ist von deinem Lord und je höher der Level der Goods, also der hergestellten Sachen, desto profitabler ist es. Du kannst auch mit deinen Nachbarn handeln, je nachdem, ob sie dann handeln wollen oder nicht. Und natürlich kannst du Forest Bandit Camps looten. Okay, das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Alles klar. Notifications, was hast du da? Ja, die kann ich mit Rechtsklick wegmachen. Das ist okay. Knowledge, da wollte ich jetzt hin. Hier können wir im Prinzip Bücher, die wir gelesen haben oder die wir halt gefunden haben, kann man dann mehr oder weniger hier einmal umbauen oder einmal durchlesen und dann weiß jemand Bescheid. Und ich würde als erstes. Rewrite, okay. Ich würde auf jeden Fall erst einmal Radulf da dran sitzen, um das mal einmal durchzulesen. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, das zu machen. Und der geht hier halt in diese Bibliothek rein, deswegen brauchen wir den Ort. Ich finde das so cool, wie das dann so. Jung, 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 jung. Lass mich. Ich habe meinen Spaß. So, hier kann keiner arbeiten, weil hier einer arbeitet. Hier ist auch einer. Wir müssen dann mal leider einen Servanten und einen Bilder wegnehmen, um hier zwei Leute dazu zu bringen. Weil wir brauchen halt Essen, ne? Wollte ich eigentlich noch ein anderes, ne, Rye Field und Hop Field, Lumber, ja. Es gibt nicht so viele Gebäude im Moment, weil ich glaube, das Spiel hat einen anderen Fokus als viele Gebäude zu bauen. Das Spiel wurde gespeichert. Autosave. Also wir sind immer noch in Tag 0. Wie gesagt, 20 Tage können wir spielen. Ich glaube, das schaffe ich nicht in einer Folge. 7 Migranten sind angekommen. Oha. Dann haben wir nicht genug Häuser, ne? Wir haben 14 Kapazität, ne, 14 Leute und wir brauchen es, wir haben nur 20, 10 Kapazität. Ich würde noch so ein Dormitory bauen. Dann können die hier nämlich dann übernachten. So. Einmal dorthin. Kann ich das eigentlich irgendwie. Priority? Ja, genau. Mach das mal als erstes. Auch wenn das die einzige Baustelle ist. Mach das als erstes, bitte. So, bitte einen davon dazu. Wir haben ja jetzt wieder genug Leute. Hier wohnt auch einer. Sehr gut. Wie sieht's aus? Upgrade. Oh. Ein Workspace. Geht das hier auch? Move. Okay. Und hier? Gar nichts. Auch nicht schlecht.
Ein Feld zu bewegen ist auch nicht so schlecht. Genau, habe ich gar nicht gesagt, ne? Habe ich das einfach mal so gemacht. Hier, wenn wir das Feld, da sehen wir was Grünes. Wenn ich hier baue, ja, Fertility darüber, also Wachstumswahrscheinlichkeit, sage ich mal, 30% und so ist 100. Das macht das ein bisschen angenehmer. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo noch andere. Ja, da haben wir noch was. Schöne Karte. Ich mag den Grafikstil von dem Spiel. Das ist sehr schön. Was hat Radulf denn? Fatal Fatigue. Okay. Dann, wie wär's, wenn du dann einfach mal schlafen gehst? Social. Seduce, teach, rhetoric, king. New knowledge gained. Okay. Geh doch mal schlafen, mein Guter. Muss ich dem noch irgendwie Zimmer. Nö. Upgrade. Okay, ja, der wird sich wohl hinlegen demnächst. Also, Economics Summary. Wir haben 15 Gold verloren, weil wir haben 50 Gold. Okay, verstehe ich nicht. Wir haben 50 Gold an Wages gemacht. Ja, irgendwie ganz komisch. Naja, das soll uns nicht weiter aufhalten. Ich möchte ein Rye Field basteln. Rye ist Roggen. Nebenbei, the catcher in the rye, the fanger in Robin. Machen wir einmal das und gleichzeitig möchte ich dann auch schon mal die Mühle bauen. Keine Sorge, wenn das ein bisschen schnell ist, es ist das totale Anfang. Das ist so die ersten 5 Minuten beim Age of Empires Spiel, wo man erstmal 10.000 Sachen hinpoppt und hofft, dass das reicht. Von daher alles gut. So, ich möchte aber das als erstes bauen, den Dormitory, damit die Leute halt mal übernachten können. Wäre natürlich cool gewesen, wenn das vor der Nacht fertig gewesen wäre, aber naja, was will man machen? Okay, während der Nacht. Ja, liegt da gut. Während der Nacht gehen wir mal auf die Weltkarte. Wir wohnen hier im wunderbaren Sparksville. Das kann man bestimmt auch noch umbenennen. Ich weiß nicht genau. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in der Demo. Wie auch immer. Hier unten wohnt unsere Frau neuerdings. Und wir können halt hier. Also. Das hier ist mehr oder weniger unser Land, dieses kleine. Hier sehen wir so das. Und da können wir dann Aktionen machen. Und im Prinzip, das ist halt ein kleines Dörfchen und wir könnten dahin sagen, ja, wir geben 200 Gold aus, um ein paar Leute hier rüber zu bekommen. Oder wir geben 100 Gold aus, damit keine Leute rüberkommen. Auch interessante Option. Selbe ist hier wahrscheinlich auch. Genau. Wir können es auch raiden, wenn das nicht von uns ist. Dass wir da hingehen und das mal eben so ein bisschen kaputt machen. Aber das muss ja nicht sein. Viel wichtiger sind diese hier. The Great Mist unter der Führung von Ciaran oder wem auch immer, 18 Jahre als Chef. Mein Gott. Da können wir ein paar mehr machen. Wir können mit den Lords halt reden, hier zum Beispiel Ciaran, dass wir den zum Duell machen, wir das für Würfel spielen, was auch immer. Zusammen auf Wolf-Hunting gehen, finde ich auch gut. Wir können jemanden entführen, wir können Wissen klauen, was ich auch sehr gut finde, oder Geld, oder natürlich, ja. Ja, weißt du Bescheid. Offering to the King ist auch sehr cool. Dann können wir nämlich, die mögen uns im Moment minus 20. Wenn wir das dann machen, dass wir denen ein bisschen Geld geben, freuen die sich ganz gut. Oder einfach, wir schicken jemanden, um da zu leben. Oder natürlich Trade, weil der sagt jetzt hier da oben, well. Ja. Okay, wir könnten Tools kaufen, wenn die uns ein bisschen mögen würden. Das kann man dann in dem Sinne bei denen machen. Hier wäre es jetzt Bier. Die haben Flower gerade ganz viel. Und so weiter. Das geht in jeder einzelnen Stadt. Die anderen kennen wir noch nicht. Oder die sind ausgegraut. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber wir können im Prinzip ja nicht unbedingt expandieren, soweit ich das verstanden habe. Ich glaube nicht, dass wir noch größer werden können. Obwohl, man weiß es nicht. Das ist Zukunftsmusik. Wir werden einfach mal sehen, wie das so weitergeht. So. Genau, also so ist im Prinzip das Spiel. Diese Karawanen kommen auch vorbei, die können uns hier Bücher kaufen. Das sind halt andere Sachen. Und falls ihr dachtet, oh, das sind ja nur 16 Stück oder auch schlechter gerechnet 12, es gibt ein paar mehr. Iron Economical Construction. Aha. In order for the Holy Caravan to bring the book down for sale. Okay. Alles klar. Ja. Okay, wir müssen hier Workshop anlocken. Ist das dann bei Mine oder was? Ne.
Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall Sachen, finde ich auch irgendwie cool zu sehen, wer das dann weiß. Ich weiß nicht genau, ob man das immer, also wenn er jetzt sagen wir mal sterben würde, ob man das Wissen refreshen muss. Fände ich auch interessant als Ansatz. Für den Gameplay-Loop weiß ich nicht. The game has been saved. Okay, wie sieht's aus mit dem Essen? Wir haben noch 82 Flor. Wir haben ein paar Rutabaga, das ist auch sehr gut. Medicinal Salve. Okay. Eine Salve. Salve, Magister. So, ich werde das übrigens nicht machen, dass jetzt nur der Jost hier die Halle hat und der andere macht alle anderen Sachen. Das lohnt nicht. Aber was man machen kann, ist im Prinzip hier der Jost zum Beispiel. Der soll mal, weiß ich nicht, wie schlecht ist er denn in Economy, Teaching, Management, Trade. Der hat nur 5 Punkte in Trade. Wenn ich jetzt also Economy von Radulf bekomme, dann könnt ihr sich gleich zusammensetzen. Mal, so. Und die fachsimpeln ein wenig. Und im Prinzip, ja, müsste der dann eigentlich besser werden oder er? Ich bin mir nicht sicher. Er hat halt 17 Punkte in Trade, ne? Ich frage mich immer, wer wen was beibringt, wenn man das so auswählt. Okay, Daily Statistics. Okay, wir erwarten, dass 4 Migranten kommen, sonst ist alles auf Null. Sehr interessant, ne? Und World Summary, Trade Offer, ja, das. Forest Bandits, Hiring Bandits, okay. Sehr interessant. Und wir haben 42 Gold bezahlt. Alles klar. Die beiden unterhalten sich noch ein bisschen. Das Haus ist gebaut. Sehr schön. Josh gained a new level. Trade 6. Sehr schön. Josh, ja, der heißt ja nicht Jost oder so. So, dann setzen wir Jost einfach mal da dran. Instructions not received. Die siehst du, die wissen Bescheid. Die machen einfach. Die könnten da sich schon draufstellen und sagen: Ja, das ist ein Feld. Das ist ein gutes Feld. Aber was macht man auf dem Feld? Ihr macht das auf dem Feld. Diese Handbewegung. Das ist ja schlimm. Alles klar. Genau, und dasselbe dann hier. Jost geht mal dahin und erklärt den Leuten, was man in dieser Mühle macht. Siehst du, man nimmt diesen Stein und reibt dann da drin rum, bis man ein leckeres kleines Mehl hat. Und dadurch haben wir unsere erste Produktion gemacht. Und da würde ich einfach sagen, wir machen das so lange, bis wir 60 Stück haben. Das ist einfach die Zahl, die auch das Tutorial gemacht hat. Heißt also, im Moment machen wir da nichts. Aber ich finde das gar nicht schlecht, wenn man das schon mal in der Hand hat. Alles klar. Order complete. Ja. Alles klar. Ich glaube, die Order bleibt. Upgrade plus ein Workplace. Ich finde es mit den Upgraden halt sehr interessant. Was mich interessieren würde, wäre, ob die auch. Jost gave credit to Radulf. Ah, sehr gut. Milde Einsamkeit. Die heilige Sophia hat mich verlassen. Okay, genau. Alles klar. Ich will mal eben kurz was schauen. Sehen wir hier? Number of Bandits, 6 Stück. Ich werde mal was machen. Warte mal. Wie sieht das aus? Du hast eine komplette Ausrüstung, du hast eine komplette Ausrüstung. Einfach nur, weil wir das Spiel ja jetzt ein bisschen antesten. Einfach mal, es ist jetzt auf Englisch. Das ist natürlich auch nicht unbedingt schön. Ich möchte gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die kaufen wir uns alle. Jost. Nein, das wollte ich gar nicht. Eine neue Armee mit Jost als Cheffe. Oh. Toll. So, wir müssen warten, bis sie da sind. In 25 Stunden. Okay, wir machen einfach mal ein bisschen auf schnell und dann würden wir uns die Banditen anschauen. Oh, Radolf hat eine sehr herzergriffene Konversation mit Jost. Ah. 5 Migrants has arrived. Okay, wir können auf jeden Fall nochmal so ein. Wollen wir es denn hier? So ein Dormitory nochmal bauen. So, genau. Und was ich nochmal anschauen wollte, ist hier Dekor. Floors. Stone Floor, Wood Floor. Kostet das was? Das möchte ich nicht. So. Nur mal so aus Interesse. Ich war zu schnell. Okay, das kostet nichts. Das ist sehr interessant. Cool. Na toll.
Kann ich die wegmachen? Ja. So. Alles klar. Oh, ich finde das cool. Kann ich gleichzeitig spielen? Nein. So. Es ist interessant, dass die sich dafür entschieden haben, dass das umsonst ist. Kann ich irgendwo nachvollziehen, weil man denkt sich so, ja. Ja, einerseits kann ich das nicht nachvollziehen, weil ich das schade finde. Na komm. Dass die sagen, ja, das ist eigentlich egal, dadurch. Weil, ja, bei RimWorld zum Beispiel, wenn ich dann so den Boden fertig hatte und alles, das hat mir so das Gefühl gegeben, du hast was richtig gemacht. Weißt du, was ich meine? So, du hast genug Reichtum quasi aufgebaut, um, keine Ahnung, da ein bisschen was zu machen. Und so ist es halt erstmal, ja, wir machen einfach mal, damit wir ein bisschen was Schönes haben. Oh, cool, ohne Sachen, okay. Statuen möchte ich nicht. Other, was gibt's denn? Ein Banner. Okay, das finde ich doof. Ein Fass, ja, keine Ahnung, ein Sack. Ein Stone Arch. Hier so drüber, voll doof. Da, Pflanzen. Ich hätte gerne so Sitzsachen, weißt du? So Bänke. Weil so, das sieht irgendwie doof aus. Irgendwie ein bisschen komisch. Naja. Wir tun einfach mal so, als wäre das hier der gute Marktplatz. Finde ich eigentlich ganz cool. Da kann man, also der Artstyle, man kann sagen, was man will, das ist super cool. Also davon mal ab. Das ist richtig cool. Also mir gefällt die ganze Optik hier sehr, sehr gut. So. Keine Ahnung. Warum seid ihr alle so dreckig? Was für... Achso, ihr seid hier. Hardwin. Goes to Caravan. Okay. Ah, wer bist du denn? Hallo. Die Karawane ist da. Sehr schön. Wir können uns ein paar Waffen kaufen. Oder halt Wissen, finde ich, glaube ich, wichtiger. Wichtiger. So, Tempel. Oh, Herbalist, das möchte ich gerne haben, ja. Lost the Construction of the Temple. Scaffold. Okay. Keine Ahnung, wir kaufen einfach mal das. Flavorful Ale. Iron Lord's House Upgrade. Naja, das ist auch nicht so schlimm. Wood Economical Construction allows 50%. Okay, also wäre einfach, wenn wir mit Holz das bauen, kostet das 50% weniger. Und das kaufen wir uns auch noch. Ich weiß, das ist wahrscheinlich ein Fehler. Ich habe keine Ahnung. Können wir dafür ein paar Sachen verkaufen? Hiervon haben wir ein paar. Kann ich irgendwie mehr machen? Nee, ne? Komisch. Naja, wir machen mal einfach so und Bier haben wir nicht so viel. Ich mache mal einfach hier auf 50 runter. Keine Ahnung, das ist nicht so viel. Wir machen mal für 560 Trade. Vielen Dankeschön. Ja, hallo? Kann ich da... Ah da, das X war hinter seiner Maske versteckt. Alles klar. Sehr, sehr schön. Das heißt, jetzt hier in der Knowledge haben wir Flavorful Ale. Das heißt, wenn wir das dann rausbauen können, wäre es ganz schön. Und wir lernen einfach mal schon mal Hopfen. Also Hopfen und Bier. Demnächst. Guck mal, unser kleines Dörfli. Ich bin versucht, einfach hier noch ein Lord's House hinzupacken. Einfach nur, damit das dann so schön aussieht. Was ich mir bei diesem Spiel wünschen würde. Warte mal. Ah ja, übrigens, das ist auf Englisch und auf Russisch kann man das Spiel spielen. Total toll, ne? Ne, insgesamt mehr Musik hätte ich gerne. Fände ich sehr cool. So ein bisschen wenig manchmal. Economic Report sagt uns, wir haben wie viel Geld verloren? 1860. Ja. Das ist völlig okay. Tschüss. So. Genau, ich werde jetzt auch einige Anfängerfehler machen nebenbei. Zum Beispiel hier mit den Feldern. Das Hopfenfeld wird nicht ganz so schön sein. Gehe ich einfach mal von aus. Also von daher müsst ihr da ein wenig ruhig mit mir bleiben. So, genau. Ich war doch hier noch dran. Lightning, das hätte ich gerne. Einfach nur. Ja, ich glaube, ich mache das so.
damit wir den Weg zur Bibliothek nicht versperren. So. Es ist cool. Also von der Optik her gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut. So. Wo bleiben denn unsere mehr Szenarien? 15 Stunden brauchen die noch. Alles klar. Ja, ich würde sagen, ja, ihr wollt bestimmt auch das mit den Kämpfen noch sehen. Das heißt, ich mache jetzt ein kleines Päuschen für euch und sobald die mehr Szenarien da sind, sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben. Hier steht gerade Hyatt Warriors have arrived. Und wir könnten theoretisch jeden Moment losziehen. The building needs a manager. Was ist da denn passiert? Ja, ich habe hier ein Lagerhaus hingesetzt. Ich weiß nicht genau, was das bringt, aber ich denke mir, wir machen das einfach mal. Und hier unten habe ich eine Erweiterung gemacht, weil wir oben das Roggenfeld nicht mehr machen können. Deswegen kommt hier auch eine Brauerei und ein Lagerhaus hin. Für kurze Wege. Ist bestimmt nicht sinnvoll, aber man weiß es nicht. Keine Ahnung. Eine Brauerei ist natürlich super, aber was dazu halt auch noch gehört, ist dann natürlich demnächst, wo ist es denn? Service, eine Taverne. Oh, cool. Oh ja. Ich würde es gerne drehen können, dass das genau einmal so gewendet ist, aber das möchte ich so machen. Kann ich Dekorlampen. Kann ich die entfernen? Nö. Ah, doch, kann ich wohl. Destroy. So. Ah, das passt da sehr gut rein. Einfach, was ich noch eben machen möchte, ist, was ein bisschen besser vielleicht passt, ist. Wupp, wupp, wupp. Hier ein. Na, toll. Hallo? Da, einmal dich weg. Und hier noch eine Doppelreihe. Und natürlich, bevor wir jetzt ganz groß Quatsch machen, zip, einmal die weg. So. Das müsste ganz gut aussehen. Aber das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen, ich glaube, die Nacht noch abwarten. Ne? So, ich denke, jetzt können wir langsam mal loslegen. Was aber gerade passiert ist, hier 10.000 Sachen sind hier aufgepasst. Ein neuer Kult ist wohl aufgemacht und ich bin kein Vasall mehr von Dust Valley. Warum auch immer, irgendwie ist das passiert, keine Ahnung. Aber dadurch haben wir, also Dust Valley hat uns einfach mal hier rausgeschmissen, siehste. Und dafür haben wir jetzt von Vrengan und Fortovia bekommen wir Hopfen 75 bis 100 und Ruta Barga, 100 bis 150 Stück. Da habe ich mal ein paar Leute hingeschickt, also Messengers, die sich darum kümmern und das dann rüberschicken. Man kann das ignorieren tatsächlich. Man kann dann sagen, ach nee, möchte ich nicht. Aber dann werden die Leute da irgendwann sagen, ja, wenn du das nicht brauchst, dann brauchst du das ja nicht. Und dann kommt da auch nichts mehr. Deswegen das auf jeden Fall immer abholen. So, genau. Ich wollte nochmal hier gucken, was ist da denn los? Con has reached the age of marriage and is waits a proposal von Noble Brides. Okay. Da können wir auch heiraten machen. Wo bist du denn hin? Du gehst da nicht zu uns hin, oder? Doch. Oder du? Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Wer kommt denn zu uns hin? Naja, das soll nicht unser Problem sein. Unser Problem ist jetzt eher, wir können Moonshine herstellen. Das ist sehr schön, weil wir jetzt eine Dingens haben. Das hier da unten. Und da setzen wir, wie viel hast du? Du hast schon drei. Okay, setzen wir einfach Jost hier unten hin. Der kann das. Die wissen nämlich nicht, was sie hier zu tun haben damit. So. Genau. Das war aber gar nicht das, was ich machen wollte. Genau. Radulf möchte gerne Hopfen und Bier. Das möchte ich noch eben kurz auf den Weg bringen. So, da haben wir es auch schon. Das ging ja relativ fix. Und zwar ein Hopfenfeld. Hier. 100%. Genau, das lassen wir jetzt aber bauen. Was wir jetzt machen, ist eine Armee zusammenstellen. So, Jost ist der Cheffe und wir packen die alle da rein. Was ist mit dir los? Freut sich. So, das haben wir und jetzt brauchen wir Waffen. Auch Rüstung habe ich tatsächlich gar nicht. Wir nehmen einfach hier diese Keulen, bis alle Leute bewaffnet sind und kreieren diese Armee. Und da, genau, die gehen jetzt alle zum Storage und wir müssen ein Momentchen warten. Ist im Prinzip dann so. So. The Warriors are armed and ready.
Oh ja, der Tribut wurde eingeräumt. Sehr schön, da kommt sie. Aber wir gehen jetzt hier hin und attackieren mit unserem Squad. Mich würde ja interessieren, warum der zu uns hingeht. Was er vorhat. Der kommt von hier, ne? Ah, ist plus minus null. Aber wir haben gerade andere Sachen zu tun. Tut mir leid. Wer bist du denn? Achso, du bist unser Messenger. So, die passieren hier plötzlich und dann gehen wir darüber und vielleicht können wir Hertha befreien. Hertha wird befreit. So, 80 Hopfen. Sehr, sehr schön. Die gehen auch wieder zurück. Die brauchen ein bisschen, ne? Oh. Was ist das denn? Warte mal. Freelance Lord. They come from lords who left their families for some reason. Okay. Hire a Lord. No performance available. Natürlich. In dem Moment, wo wir weg sind, könnten wir alles dann, ja, dazu überzeugen, bei uns zu leben. Vielleicht schaffen wir es ja, dass das schnell genug da alles geht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Weil ich glaube, das dauert ein bisschen. Wir sind echt lahmarschig. Ich weiß nicht, warum wir so langsam sind. Weil im Tutorial waren wir ein bisschen schneller. Migration, was sagt er denn dazu? Okay, andere, die bringen Geld mit, wenn die bei uns anleben. Naja. Und Mariage auch natürlich. Sehr schön. Finde ich irgendwie doof, dass sie sich da so stapeln, wenn die nichts zu tun haben. Hallo Arnis. Ah, voll ungünstiges Timing. Das wäre voll gut, noch so einen Lord zu haben. Naja, egal. Vielleicht ist er ja noch da, wenn wir gleich zurückgehen. Vor allem Craig ist auch da. Das war irgendwie ein ganz dummes Timing. So, der Kampf sieht ganz gut aus. Wir kämpfen einfach mal und schauen mal, wie es so aussieht. Und nein, es gibt nicht sowas wie Autoresolve, aber im Prinzip schon. Weil wir haben ja keine Rüstung. Wir können relativ... die haben alle Speere. Das ist schlecht. Wir mit unseren Knüppeln. Ich bin mal gespannt, wie das so läuft. Oh, Jost ist tot. Mach die tot. Komm schon. Okay, einer ist gestorben. Und wer war es? Jost. Alle anderen haben abgehauen. Zwei Leute haben wir gelootet. Naja, Hertha wurde befreit. Ja, Jost ist tot. Das ist schlecht. Naja, da müssen wir jetzt durch. Das ist Kampf. Ich habe jetzt ein bisschen schnell gemacht. Tut mir leid. Ich war ein bisschen ungeduldig. Aber ich hätte nicht viel anders machen können. Oh toll, Arnis haut ab. Schade. Wo ist Craig denn? Ist Craig hier schon? Jost ist seriously ill. Ja, würde ich auch so sehen. Alles klar. Ein bisschen Schwund ist immer. Wir hätten natürlich auch noch warten können. Hat uns nichts gedrängt, das so schnell zu machen. Deswegen ist das halt so. Man hätte natürlich dann bessere Ausrüstung haben können. Was auch immer. Von daher nehmt das nicht als Beispiel für das, was man so machen kann. Problem ist nur, wir haben jetzt relativ wenig Leute. Oder, ja. Wer was zu machen hat. Vor allem unser großes Management. The squad has returned. Hertha has returned to her province. Alles klar. Das ist ja toll. Ja. Genau, wir setzen Hertha mal hier auf unsere Fähigkeiten hin. Damit die da was macht. Und die kriegt natürlich auch ein schönes Häuschen. Naja. Radulf müsste jetzt eigentlich auch irgendwann mal aufkreuzen. Vermutlich. Weiß ich nicht. Ja, es wird schon. Ich weiß nicht, warum ist da ein Fragezeichen? Was bedeutet Missing? Hä?
Ich meine, wir hätten den ja jetzt nicht mitnehmen können, ne? Naja, cool, er ist weg. Das ist sehr, sehr unpraktisch, sagen wir es mal so. Naja, alles klar. Ich werde jetzt auch nicht viel weiterspielen, weil einfach so. Ich würde euch einfach mal darum bitten, habt ihr Bock auf dieses Spiel oder nicht? Ich finde es ganz cool. Ich hoffe, dass auf Release das dann auch auf Deutsch da ist. Ich meine, übersetzen ist ganz okay, man kommt da ja mit klar, aber es ist halt schöner, wenn es dann doch auf Deutsch ist. Deswegen finde ich ganz nett, vor allen Dingen die Grafik von dem Spiel. Ist sehr interessant gemacht. Was seid ihr denn überhaupt? Zilla, guten Tag, du bist eine Sklavin. Okay, genau, nur ganz kurz, das mache ich dann jetzt schon mal. Vielleicht speichere ich das, vielleicht wird der Speicherstand ja übernommen. Man weiß es nicht. Wir bauen hier aber auf jeden Fall mal eine Sklavenhütte hin. Weiß ich nicht, so. Naja, sagt auf jeden Fall mal... Great Mist sind meine Feinde. Naja, alles klar, keine Ahnung. Wir werden einfach mal sehen, was wir demnächst so machen, wo Radolfin ist. Und sagt mir mal, was ihr von dem Spiel haltet. Ist relativ neu, es ist relativ unter meinem Radar geflogen, aber nicht gut genug. Ich habe es doch noch in meine Finger bekommen. Und deswegen sage ich einfach mal, vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Zusehen und bis vielleicht zum nächsten Mal. Ciao.